Hallo, ich bin der Ruti. Ich bin auf meiner ersten großen Motorradreise. Und heute kommt der zweite Teil meiner All-Star-Tour. Und ich habe seit 10 Monaten mal wieder eine Landesgrenze überquert. Im letzten Video war ich ja noch beim Werner in Oeiras bei Lissabon. Und von da aus habe ich mich dann auf den Weg gemacht nach Ericeira. Das ist so ein Surfort. Und weil ich das noch nicht besucht hatte, wollte ich wenigstens mal vorbeifahren. Und da habe ich dann eine Mittagspause gemacht und was gegessen. Und dann bin ich weitergefahren nach Peniche, wo ich auch noch nicht war. Und das ist ein weiterer bekannter Surfort. All-Star Tour habe ich das genannt, weil es meine letzte Fahrt durch Portugal ist und ich Sachen besuche, die ich unbedingt noch mal sehen will, wo ich noch was zu erledigen habe oder eben die ich noch nicht gesehen habe, aber wenigstens noch mal einen Blick drauf werfen möchte. Als ich in Hueras beim Werner losgefahren bin, war schon letztes schlechtes Wetter angekündigt. Und es war auch so, dass ich unterwegs die Regenklamotten angefangen hat, weil es angefangen hat zu regnen, aber es war nicht schlimm dann. Genau als ich hier angekommen bin in Peniche, hat es mega angefangen zu schütten. Jetzt ist es schlecht, regnet den ganzen Tag schon. Passend dazu war ich jetzt gerade beim Handyladen, weil irgendwie die Rückabdeckung von meinem Handy steht auf. Also die ist so aufgewölbt ein bisschen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, der es gesehen hat. Als ich in Marokko angekommen bin, habe ich mir eine SIM-Karte gekauft und dann hatte ich mein Handy so aufs Motorrad gelegt und dann wollte mir einer helfen mit den Taschen und hat dann so am Motorrad gerüttelt, dann ist es runtergefallen, da ist hinten die Glasabdeckung gesplittert. Und es war alles okay und so weiter, aber jetzt, dadurch, dass es aufgewölbt ist, ist wirklich das Glas rausgefallen. Und da habe ich mir einen Daumen geschnitten, hat dann, ja, ist nicht schlimm, aber es blutet halt, egal wo man hinfasst, es sind überall rote Punkte so. Naja, also war ich jetzt hier, gibt es glücklicherweise nah von meiner, also in Stadtmitte, ein Handy-Reparierladen und der hat mal nachgeguckt. Ein neuer Akku kostet 39 Euro, die Rückabdeckung würde 59 Euro kosten. Und ich habe dann so, ja, mach's so billig wie möglich, aber es soll halt wieder funktionieren. Dann habe ich noch eine dritte Sache, das ist aber schon in Hueras passiert, da habe ich telefoniert. Und bin dann so eine Treppe runtergelaufen und dann bin ich umgeknickt und schöne Bänderdehnung. Ist jetzt schon wieder viel besser und so, aber habe ich mal wieder ein paar Tage Voltaren benutzt. Habe ich schon zum Werner gesagt, ich verletze mich eigentlich nie beim Motorradfahren, sondern immer nur beim Spazierengehen. In China Fuß angebrochen beim Spazierengehen und auch am Anfang der Reise, wo ich die Treppe runtergerutscht bin, mir da den 3 Monate lang irgendwie Zehenschmerzen hatte. Es kann nicht immer nur alles geil sein, sondern ohne Leid keine Freude und umgekehrt. Als mein Handy wieder repariert war, bin ich von Peniche aus weiter Richtung Norden gefahren. In São João da Madeira ein Päuschen eingelegt, weil dort eine Freundin wohnt und da habe ich einen Kaffee mit der getrunken und dann bin ich bis fast an die spanische Grenze gefahren, wo es schon bergig ist, weil ich da die Michelle aus Marokko mit den 2 Hunden wieder getroffen habe. Mittlerweile ein bisschen größer sind. Hallo Rocco. Hallo. Liddy. Hallo. No. Hallo. No.
Ich bin jetzt hier im Norden von Portugal, fast an der spanischen Grenze schon. Und hier habe ich Michelle getroffen. Die wohnt hier schon seit einem halben Jahr oder so, ist ja aus Marokko zurück mit den beiden Hunden. Und ja, die haben mich nicht erkannt und die sind ein bisschen aggro so. wenn man sie dann füttert und so, dann geht's, aber sobald man sie aufhört zu füttern, sind sie auch nicht mehr cool so richtig. Aber ich durfte hier übernachten in so einer, das wird irgendwann mal ein Hostel oder so eine Art, ein Hostel, weil es hier auch am Jakobsweg liegt. Also das ist die Hostelbesitzerin, Beth. Und das ist Michelle, kennt ihr ja schon, mit den Hunden. Hello. Und ja, das wird hier mal ein Hostel, habe ich ja schon gesagt. We want to offer something like affordable accommodation for and camping. Peregrinos, but it'd be more like it wouldn't be the main thing, because peregrinos tend to go to Rubiaj. That's one of the official stops on the camino. Aha, okay. So we're not really on that, but in the high summer, like the first year we were here, there were people like hitchhiking on the road because everything was full there. Uh-huh. They had nowhere to go, so we were like, okay, so there'll be that option. We also would like to make food and drinks and things for people, but the main thing we want to offer is a retreat, like a kind of wellness retreat. Uh-huh. People that want to reconnect with nature, or they want to finish a book, or we hope to have a music studio too. We've got like, we're beginning to build up the resources for providing like recording sessions. Oh, cool. For musicians, so like artistic retreat or recovery or like burnout recovery, yeah. That kind of stuff. Ist alles noch ein bisschen im Bau? The top up here is going to be like some parking somewhere. Those white sticks are marking. Yeah, I saw it. A lake. A lake? Okay. A pond. Yeah. But compared to our other ponds, it'll be a lake. And I want all of the top terrace otherwise to be like flowers, wild flowers. The flower meadow. Nice. Because we have the church at the bottom of the lane. So that people can walk past, they can come pick some flowers and take them down to the churchyard. Aha. Uh-huh. Im Moment ist natürlich keiner hier und es gibt aber schon zwei Hütten. Darin habe ich geschlafen. Gibt keine Toilette. Das wird, glaube ich, mal die Toilette. Das merkt man jetzt hier schon. Ich habe hardcore gefroren. Ich hatte also alles an, was ich anhatte, plus den Schlafsack. Also 8 Grad in der Nacht. Das, ja, ich bin die Kälte nicht mehr gewohnt. Ich packe jetzt hier zusammen und dann fahre ich rüber nach Spanien.
Thank you. Ciao. Bye bye. Ich bin jetzt in Valencia, das ist 1 Kilometer von der spanischen Grenze entfernt und jetzt bin ich hier nochmal in einem Café gehalten und esse zum letzten Mal Portugiesisch. Ich habe es nicht genau verstanden, irgendwas mit Hühnchen und eine Suppe, hat er gesagt, soll ich vorher essen? Habe ich gesagt, okay, mache ich. Die Suppe ist jetzt gerade gekommen und tatsächlich ist es ein bisschen aufregend, weil ich seit 3. Juli oder so keine Landesgrenze mehr überquert habe. Es hat mir sehr gut gefallen in Portugal. Und nach der langen Zeit bin ich auch ein bisschen traurig, das Land jetzt zu verlassen. Aber dadurch, dass ich die Michelle jetzt nochmal gesehen habe und die Hunde, hat sich der Kreis irgendwie geschlossen und es ist jetzt auch ein guter Abschluss gewesen. Und mit den ersten Bildern aus Spanien verabschiede ich mich von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal zeige ich euch dann ein bisschen was vom Nordwesten Spaniens, wo ich noch nie vorher war. Tschüss!